Heiner. Hallo Arena Challenger, möchtest du dich an unserer Arena-Mission versuchen? Yep. Darf ich dich dann zuerst bitten, deine Uniform anzuziehen? Die Umkleide ist gleich da drüben. Oh, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokébox zugreifen. Das ist nichts Neues. Bei der Arena-Mission des Kalten Stadions musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher wieder, die du bloß überwinden kannst, wahrscheinlich indem ich irgendwas drehe. Wenn du dort drüben den roten Schalter drückst, findest du das sicher schnell heraus. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. ESK, los geht's! Ich hab gerade noch gezogen, ne? Ja. Egal. Ba 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 ra. Oh, ein Jackpot. Gravit. Ich hasse Heuler. So eine unnötige Attacke. Nein, ich hasse Heuler nicht. Heuler ist einfach nur unnötig. Ich hasse Schutt, also hier diese ganzen Angriffsblockier-Dinger wie Scanner oder Schutzschild. Total unnötig. Hä? Mein Schallquap und ich sind wohl die, die in diesen Kampfbaden gegangen sind. 2016. Jetzt muss ich den drücken. Das ist der eine. Wieder den drücken. So. Also wenn ich jetzt den drücke. Okay. Das ist hier. Mit den Knöpfen kannst du das Wasser stoppen, aber du musst dir dabei auch über die richtige Reihenfolge Gedanken machen. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Die gute Claudia. Krabi. Voldi. Funkensprung. Los, man will die. Whirlpool. Krabi. Krebskoch.
Klar, das wäre jetzt praktisch, wenn. Weil die sein. Geht noch bald. Sehr gut. Ich hätte mir mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge meiner Attacken machen sollen. Oh, ich muss den da rausnehmen. Oh, ist der unangenehm. Ja, ich komme hier lang. Dann den. Dann mache ich hier lang. Kann noch da gehen. Ups. So. Okay, hier ist ein blauer. Genau wie da oben. Dann ist ein roter. Stehen mal. Dann wirklich blau. Die aus. Okay. Ich bin nicht bei den Typen. Okay. Huch! Du hast es bis hierher geschafft und jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen? Nein, eigentlich nicht, Friederike. Rainbow Raid! Ready! Für den Fall, wo ich mein Kamehameha genannt hatte. Aber mein Hund! Waldi! Gut. Lampi! Lampi! Funkensprung! Lampi! K.U. Seufz. Bei deiner Stärke ist es kein Wunder, dass meine Pokémon und ich verlieren. Loser. Ja gut.
Ja, dann gehen wir auch mal schnell noch. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Upp, upp, das ist der Sound der Police. Upp, upp, das ist der Sound der Beat. Willkommen, Arena Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht, also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Ach, naja. Aber wirst du auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen? Müsste ich zeigen. Mädchen. Goldie! Goldie! Buddy, zurück. Rampi. Pekuda. Der sieht schon aus mit einem leichten Schaden, oder? Funkensprung. Pekuda. Rampi. In dein Gesicht. Oh, ja, da muss jetzt mal rein. Kann mal. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Da waren wir das Stadion im Meer, du noch? Oh Gott, das. Lampi! Aua. Ich hab Angst, Valdi einzusetzen, ehrlich gesagt. Na dann los.
Hier ein Geschenk von uns. Nimm das. Aua. Was? Boah, ist ein Volltreffer, aber ich krieg doch eine Krise hier. Jetzt stehen wir uns wenigstens. Oh Mann. Wenig Probleme. Oh ja, es ist eine fucking Schildkröte. Warum ist die so schnell? Und noch mehr interessiert, warum ist diese Kack wie so stark? Obwohl ich der stärkste Pokémon-Trainer hier sein sollte, hast du mir am Ende weggespült. Arg, das darf doch nicht sein. Na schön. Ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team. Ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena-Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Champ herauszufordern. Und das war es jetzt heute. Diesen Arena-Orden habt ihr euch redlich verdient. Ach so muss das. Fair Play. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich 30 fangen. Sieht so aus, als wäre euer nächster Gegner der Feuerring-Mutter. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Gehen wir erstmal im Whirlpool schwimmen. Eine Nachbildung von Pins und Uniform bekommst du noch als Geschenk oben drauf. Ja. Okay. Pappung! Warte mal. Och nein! Präsident Rasse erwartet dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflucht hier in Kyoto. Hier hast du Liga-Karte mit seinem Foto, falls du vergessen hast, wie er aussieht. Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte begib dich daher unverzüglich zum Restaurant. Nein, vorher gehe ich ins Pokémon-Center. Die Gesundheit meiner Pokémon ist mir dezent wichtiger. Das müsste selbst der Präsident der Pokémon-Liga verstehen. Das würde mich nicht wundern, wenn der am Ende der Oberfiesling ist. Ist jetzt sowas, ich mache was wieder. Ich habe ehrlich gesagt gerade überlegt, ob ich mir einen Schnäppke wieder mitnehme. Uha. Hallo, Clary. Na? Wie geht's denn, junge Dame?
Feuer, zwei Wasser. Drei Wasser. Ich will was anderes mal mit. Ach, ich glaube schon mal. Jetzt denkst du, dass der Feuerrinnerleiter kommt, wäre es nicht unbedingt schlau, ein Eis-Pokémon zu nehmen. Ich Krabi mit? Nö. Aber ich will Dick damit nehmen. Mr. Krabs. Ja, Mann. Ach, stimmt. Oh, warum habe ich Krabby nicht Mr. Krabs genannt? Oh, verdammte Axt. Oh, kann ich später immer noch machen. Mr. Krabs! Mr. Krabs! Mr. Krabs! Ne, warte, hier ist der Leuchtturm. Nicht, dass man. Das muss ich gestehen, fand ich bei Let's Go besser, dass man unterwegs einfach auf seine Pokébox zugreifen konnte. Doch, könnte ich noch nachträglich ändern. Also, das wäre Gott sei Dank nicht das Problem. Willkommen im Restaurant Wellenflucht. Hi, na? Präsident Rossi kommt ab und zu inkognito hierher, aber trotzdem wissen alle Bescheid. Ah, Tyra, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach was, dich hat er also auch eingeladen? Nein. Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar, na, aber setzen wir uns doch erstmal. Kilton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns. In diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz zügig. Wie geht es übrigens Professor Magnolika? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunsch wäre das nie möglich gewesen. Was? Denn Klari? Also ich kann die Namen hinterher noch ändern und ich werde nachher mein Krabby auch Mr. Krabs nennen. Ich weiß nur, dass sie das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfschmerzen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer noch an ihre Forschung. Sieg? Sieg? Ja, Sieg. Ich habe gewonnen. Ich habe jetzt zwei Orden. Zwei Orden. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Einen Energiequellendetektor? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten, also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galarpartikeln Pokémon dynamaximiert werden können. Aber das Professor Magnolika so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Sania, du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Claw City angucken. Ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sania Einlass gewährt wird. Ja. Oh, verzeihen Sie mein Drängen, Rossi, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon. Aber ich hatte doch noch keine Chance, mit Tyra zu sprechen. Ja, na gut. So bedauerlich es auch ist. Es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Seufzt. Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint. Aber diese Schatzklammer klingt nach viel Arbeit. Naja. Wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du den Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch! Geld zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier, nimm als Belohnung dieser TM.
Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Dieses Arena Challenger finde ich ja auch so weird. Oh. Ey, koch mir was. Oh, der Typ. Ich hasse ihn. Du hast jetzt den Pflanzen- und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Kabu besiegen, den Arenaleiter von Engine City. Oho. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arenaleiter Kabu für dich. Er legt nämlich gerade in der Galamine ein Sondertraining ein. Beste Reaktion. Ja, man, Clachy ist doch so. Der Typ nervt einfach hart. Wenn Kabu nicht in seinem Stadion ist, zieht uns fürs Erste nichts nach Engine City. Warum schauen wir nicht mal in der Galamine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. So siehst du auch schon aus, du Affe. Gott, ich den Team hasse. Ja, ja. Stand die vorher auch schon da? Wenn ich in der Naturzone bei Angeln auf ein riesiges Pokémon stoße, heißt es immer alles oder nix. Stand die vorhin auch schon da? Who knows? I'm not even by myself. Ja, Clary. Womit wir an die reden, ob ich ein bisschen Soundkommand benutzen darf. Oh, ich wollte eigentlich restlos zuerst sein. Ja gut, die Bombe bin ich auch. Wally! Wuff, wuff. Ja, auf meinem Wally zu schmeicheln, du Hund. Enkelbünkelchen. Sag die Bunker irgendwie die Kämpfe. Na. Was ist mein Unbox? Und nochmal gleich Funke. Das nächste Klibunke, das meinem Hund schmeichelt. Der welcher Kröte, du. Aua. Hund aus. Aua. Das ist mir das Risiko nicht wert. Alter, will Kröte mich verarschen? Aua! Rinder, und zwar zackig!
kleine Kackröte. Ich versuch's, Clary, ich versuch's. Wenn diese kleine Kackkröte nicht gleich mal in diesem scheiß Ball bleibt, dann mache ich aus der Krötenfilet. Geht doch. Aber irgendwie hätte ich jetzt Lust, Kimmunkel mitzunehmen. Nein! Egal. Ja,